Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Ätna-Bricht aus. Wir haben das letzte Mal es geschafft, Blase endlich aufs Klo zu kriegen. Hurra, die Welle, na los, die Welle, na gut. Und jetzt besorgen wir uns das Gold von König Adrian, weil wir haben uns ja den Elektroschock letztens geholt. König Adrian wurde auch schon geheilt von uns. Das heißt, eigentlich sollte es uns möglich sein, den Wettstreit mit König Adrian zu gewinnen. Na gut. Ah, der ist so anstrengend, der spricht so langsam. So, du bist also zurückgekommen, um mich erneut herauszufordern. Ja, mach weiter. Wie ich es vorhergesagt habe. Bist du bereit für eine weitere Niederlage? Natürlich. Ich will es noch mal versuchen. Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Was nehmen wir? Kopf oder Zahl? Wir nehmen Kopf. Kopf. Tatsächlich. Kopf. Yay. Jetzt ich. Ich tippe auf. Was ist das? Das kann nicht sein. Doch, es, glaub es ruhig. Es ist Kopf. Was hat das zu bedeuten? Naja, zuallererst bedeutet es wohl, Ätna ist der King. Ätna ist der King. King, 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 King. Gib mir die Medaille, du Kanaille. Dein Thron gehört jetzt mir. Yay, wir sind wow, King. Die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold. Harvey, was sagst der du dazu? König der Irren ist tot. Es lebe die Königin. Yay. Jetzt habe ich den Abdruck der Medaille. Den wollen wir aber, glaube ich, nicht. Diese Medaille würde auch einen guten Schlüssel abgeben. Sie müsste nur schlüsselförmiger sein. Sie hat nicht ganz unrecht. Okay, lasst uns das machen. Diese Münze ist offenbar für ein viel größeres Münztelefon. Mit der Schere kann ich dieser Medaille nicht beikommen. Schade. Kann ich aber das Gold einschmelzen. Okay. Huch. Was heißt okay? Ich habe jetzt einen Topf, Medaille im Topf, okay. Diesen Schlüssel schmelze ich lieber nicht ein. Vielleicht brauche ich ihn noch. Der älteste Konflikt der Menschheit. Kochen oder Pizza bestellen? Pizza bestellen. Die Medaille passt beim besten Willen nicht durch den Strohhalm. Cornflakes müssen nicht gekocht werden. Doch. Na gut. Nachdem wir alles dem Bienenmann zeigen, um die möglichst dümmsten Reaktionen zu bekommen, tun wir das jetzt mal. Mal schauen, was er zur Medaille sagt. Oh, wir haben ihn nicht erwischt. Interesse an diesem Topf mit geschmolzenem Gold? Es ist noch nicht geschmolzen. Ja, sage. Nein. Dann lass uns das Gespräch am besten gleich hier abbrechen. Das ist Gold wert. Können wir den Topf ins Regal stellen? Den Topf behalte ich lieber. Schau. Kann man irgendwas anderes ins Regal stellen? Das Telefon zum Beispiel. Hallo, Vermittlung? Ja, okay. Bitte? Ich hätte gern die Nummer von einem Regal. Oh, da gibt es viele. Welchen Anfangsbuchstaben soll es denn haben? Egal. Okay. Die Topflappen. Boah, Beschäftigungstherapie lässt mich sowas von kalt. Okay.
gut. Wir haben die Medaille, wir haben den Typen am Klo, wir haben das Gold, wir haben den Ton. Wir können uns, glaube ich, den Schlüssel machen. Wir haben unten diesen Ofen. Schauen wir mal, wie er zum Topf schreit. Oh, er heult sogar. Arg. Na gut. Na gut, ich hoffe, wir brauchen hier nichts mehr. Sonst müssen wir uns halt nochmal einsperren lassen. Aber ich glaube, wir müssen uns nie wieder fangen lassen, weil wir haben jetzt gleich den Generalschlüssel. Wir haben jetzt gleich den Generalschlüssel. Da kommt der nächste Ausgang. Müssen wir hier noch her? Nein, wir müssen ins Haupthaus. Und los geht's. Denn wir müssen zum Klo, wo Blase ist. Und der ist sicherlich am Klo in seinem Stock. Da kommt der nächste Ausgang. Und noch ein Ausgang. Hurra! Wir fahren vorbei, wir fahren runter. Da unten ist noch immer Herr Mantel. Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Na cool. Mit dem können wir nicht so bald reden. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Spiel. Blase, haben wir gesagt. Blase. Diese Tür ist bald nicht mehr da. Hahaha. Noch ein zweiter Hof. Hier war irgendwo ein Klo. Sag ich's nicht? Da ist ein Klo. Hey, da habe ich noch eine vollkommen saubere Pflanze. Yay. Wir sind so widerlich. Aber es ist die Pflanze von den Beschäftigten, die kann zerstört werden. Ha! Nimm das, Pflanze. So soll sie aussehen. Ha! Ich glaube, ich kann sie nicht mehr weiter kaputt machen. Schläger? Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Oh. Ich weiß, was ich gesagt habe. Wir haben einen Schlüssel. Da ist Blase. Können wir mit dem reden? Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Wärst du das Neue? klar. Dauert's denn noch lange? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. Okay. Na dann. Benutzen wir den Ton. Mit dem Schlüssel. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Es hat geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Oh. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Yay. Inspektor Clouseau. Hmm.
Hey. Mist. Das ist aber fies. Ist ja arg. Na okay. Haben wir? Wir haben einen Abdruck. Wir haben einen Abdruck. Müssen wir den noch brennen? Damit er fest wird? Harvey, was sagst du dazu? Ich bin stolz auf uns, Harvey. Wir haben wirklich einen Abdruck des Generalschlüssels. Aber was machen wir jetzt? Wir suchen den Abdruck einer Ausgangstür? Vielleicht sollten wir lieber einen Ofen suchen. Und flüssiges Metall und so. Du kommst auf Ideen. Okay, sie ist Sherlock Holmes. Der andere ist wirklich Clouseau. Gut, dann suchen wir uns einen Ofen. Auf in den Keller zum Heizungsofen. Hurra, hurra. Meine ganze Familie weicht auf. Aber sie spricht nicht mit mir, sicherheitshalber. Gleich haben wir den Schlüssel, gleich haben wir den Schlüssel. Ich bin so gut. Okay, wir schmelzen den Topf. Wir schauen uns den Topf an. Das Gold ist geschmolzen. Echt? Wir nehmen ihn. Au, heiß! Mist, so komme ich da nicht ran. Dann versuche es mit Topflappen. Wenn es dir zu heiß ist. Wozu haben wir den Mitten genommen? Mal schauen. So, mal schauen. Heißes Gold mit Abdruck. Oje. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Okay. Bringen wir das auch. Hurra. Wir haben Ton. Ich glaube, da sollten wir auch die Topflappen nehmen. Das sollte klappen. Harvey ist in Topform. Guck mal, Harvey. Goldsuppe. Ja. Besonders bekömmlich zur Morgenstunde. Ja, vor allem für den Targaryen-Typen. Der hat auch Goldsuppe gekriegt. Okay. Okay? Einfach nur okay? Kannst du mal pusten? Heiß? Immer noch heiß und flüssig. Vielleicht sollte ich weniger rauchen. Heißt das, ich muss das jetzt noch abkühlen, indem ich es zum Wasser bringe, oder kühlt es von alleine ab? Das ist ja wohl ein Witz, oder? Da ist wieder der Topf. Noch immer heiß. Okay, wir suchen ein Klo. Irgendwo wird es ja wohl Wasser geben hier. Grrr, ich will den Schlüssel, ich will den Schlüssel! Ah, da oben ist, glaube ich, das ist ja eh die Küche, dort gibt es Wasser. Ha, Freunde! Gleich ist es soweit. Okay. Cool, das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Sowas aber. Abgekühlte Form. Yippie! Ich habe es geschafft. Mein eigener Generalschlüssel.
Wir haben einen Generalschlüssel, wir haben einen Generalschlüssel. Okay, Freunde, wir machen jetzt diese Tür da hinten gleich auf, schauen raus und das war's dann für heute. Oder? Yay, ein Schlüssel aus Gold, Harvey, was sagst du dazu? Wir haben es geschafft. Wir können jetzt gehen, wohin wir wollen. Zum Jupiter. Bitte, bitte zum Jupiter. Ja, genau, dort möchte ich auch hin. Lass mich das umformulieren. Wir können jetzt gehen, wohin wir gehen können. Da war ich schon. Da ist es langweilig. Okay. Generalschlüssel mit Schloss. Dieses Schloss schaut auch so aus, als wäre es aus Gold. Yay, wir können raus. Wir sind frei. Ich bin endlich frei. Yippie. Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Was? Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Was? Nein. Mist. Gleichzeitig. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Oh. Er hat sich gefreut. Eine Probleme habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Schon wieder. Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Nein. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Tja, das bedeutet wohl, wir kommen nicht so leicht raus. Das ist ärgerlich. Komm, Edna, go, go. Ich muss euch noch was zeigen, ganz kurz. Wir reden jetzt mit diesem Deckel. Wird der Müll hier auch sorgfältig getrennt? Water, 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 water. Kein Grund, patzig zu werden, junger Mann. Okay. Schaut, was da drinnen ist. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Lauter Generalschlüssel. Warte mal, kann man den auch aufmachen? Oh, noch mehr Generalschlüssel. Da sind sogar 2 Tonnen voll mit Generalschlüsseln. Können wir die nehmen? So einen hab ich schon. Müsst ihr mich mit eurer Anwesenheit so deprimieren? Mhm. Na gut, meine Lieben. An dieser Stelle unterbrechen wir unsere heutige Aufnahme. Wir können jetzt innerhalb des Geländes uns halbwegs frei bewegen. Das ist gut. Stiesel ist zwar wieder frei und wir können ihn nicht mehr beschimpfen, aber dafür können wir mit Bobo, dem Gehirn, wahrscheinlich widersprechen. Sonst hätte er sich ja nicht befreien können. Weil sonst wäre er ja noch dort drinnen. Hey, das könnten wir nachher machen. Mit Bobo, dem Gehirn, nochmal sprechen. Der war so nett. Captain Unbrauchbar. Sag mir etwas zu den Generalschlüsseln. Captain Unbrauchbar kann durch seine kognitiven Kräfte den Müll trennen, ohne hinzusehen. Wow. Was sagt er zum Generalschlüssel? Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Sehr leider gut. Hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Ich würde mal sagen, das sagt er zu dem anderen Schlüssel auch. Captain Unbrauchbar kann seine eigene Unterschrift fälschen. Wow. Das gelingt sonst niemandem. Okay, Herrschaften, wie schon gesagt, bis zum nächsten Mal.